Hallo meine Lieben, ich begrüße euch ganz herzlich zu diesem Vlog. Ich habe jetzt schon, weiß ich nicht, über eine ganze Woche lang nicht mehr gefilmt und fühle mich so, als könnte ich nicht mehr sprechen. So, ich schwör's euch, ich habe jetzt diese Stelle schon locker 5-6 Mal aufgenommen und jedes Mal gelöscht, weil ich unzufrieden war, weil ich irgendwie im Blödsinn geredet habe und hoffe, dass ich es jetzt schaffe. Ja, starten wir gleich, erzähle ich ein bisschen, was los war. Also, wie ihr gesehen habt, sind natürlich die Welpen gekommen vor ungefähr einer Woche und so 2 Tage. Heute ist Samstag und die Welpen kamen von Mittwoch auf Donnerstagnacht. Es war, wie ihr gesehen habt, einfach wunderschön, herzzerreißend. Ich war die nächsten Tage nach der Geburt einfach so emotional. Ich war natürlich super glücklich, diese Fake-Knäudel da zu sehen, aber auf jeden Fall auch super traurig, weil ich gewusst habe, in ein paar Wochen ziehen sie dann zu ihren neuen Besitzern und das macht mich schon ein bisschen traurig, aber auch glücklich, weil ich bin auf jeden Fall mit sehr lieben Familien schon die ganze Zeit am Schreiben, die Interesse an einigen, also an Welpen haben, und ich suche ihnen natürlich nur den schönsten Platz aus, also da könnt ihr euch sicher sein, dass die an super Familien vergeben werden. Deswegen macht mich das auch wieder glücklich, weil ich weiß, sie machen andere Kinder glücklich und sie bekommen ein schönes, liebevolles Zuhause, aber das ist natürlich auch nicht so leicht. Es ist so mit einem lachenden und weinenden Auge, ja. Leute, die schon mal Hunde vermittelt haben oder Tierzüchter, wissen wahrscheinlich, von was ich spreche. Das ist so, ja, so eine emotionale Sache, weil es sind wie Kinder, wie die eigenen Kinder. Ja, und heute ist Samstag, der Papa ist jetzt gerade mit Patrick Autofahren gefahren. Und die Mädels sind im Wohnzimmer bei den Welpen. Die haben sich so krass entwickelt in einer Woche, sage ich, die sind riesig geworden. Ich werde sie euch natürlich zeigen. Und gehen wir dann ins Wohnzimmer und schauen uns die Mäuse an. Die sind so süß. Komm's gar. Hier ist unsere Goldie, die entspannt sich hier ein bisschen. Die liegt jetzt auch gar nicht mehr so oft in der Wurfkiste. Die gönnt sich jetzt auch Pausen, gell, mein Schatz. Wenn die Welpen schlafen, dann, ja, dann liegt sie halt hier, wo es auch schön kühl ist, gell. Hier ist die Sophie, hier ist die Emmy. Ja. Schauen wir uns die Welpen an. Zeigen wir den Zuschauern die Welpen. Ja, komm. Gehen wir schauen. Zeige ich euch die Welpen. Hier liegt, ist mein Welpe. Der ist natürlich nicht zum Hergeben. Und schaut mal, wie die Welpen schlafen. Und kuscheln da weiter. Die weinen gerade nicht. Schau, die kuscheln. Oh, bitte, wie schön. Schaut euch mal das an. Schau mal, da liegt der Bauch. Ja, da liegt der Bauch. Ich zeige euch die mal auf jeden Fall. Das sind unsere kleinen Schätzchen. Die sind auf jeden Fall nicht riesig. Oder Moment mal, ich zeige euch mal das iPhone im Vergleich, damit ihr seht. Jetzt kommt Goldie rein. Legt sich die Goldie dazu. Ich sag's ja, wenn sie die Goldie riechen, also wenn sie ihre Mama riechen, wachen sie sofort auf und krabbeln zu ihr hin, zu den Zitzen. Momentan ist es halt noch ziemlich angenehm mit Pipi und Kaka, weil die Goldie das noch super wegmacht. Die putzt sie dann immer. Aber ja, sagen wir mal so, in ein paar Wochen geht es dann los mit 7 kleinen Kackhaufen im Haus und im Garten und überall. Goldi? Ja. Die Sophie inspiziert hier. Was gibt es hier zum Futtern? Die Goldi bekommt auf jeden Fall nur Welpenfutter. Also nicht nur, aber sehr viel Welpenfutter, weil das ist sehr proteinreich und gut für die Milch. Und jetzt sind sie alle angedockt. Ist natürlich mal den da. Mumu. Ist eine Mumu, ja, genau, ist ein Mädchen. Und Mutti will wieder Kacke und Pipi. Der Kleine will raus. Der Kleine mag raus. So, wir sind jetzt mit gesammelter Mannschaft im Garten. Es ist auch wirklich wunderschön, endlich. Ich meine, wir haben ja jetzt heute den 1. Mai. Hat ja auch lange gedauert, bis jetzt endlich mal wirklich warm. Bei uns ist die ganze Zeit immer regnerisch oder windig und super kalt. Und ja, jetzt sind die Doggies hier, alle drei. Gucken jetzt in den Wald hinein, wer weiß, was sie da genau sehen. Goldie ist auch hier. Sie genießt ein bisschen den Garten. Der Beef ist auch gekommen. Schaut mal, hallo Bibi. Die Tiere verstehen sich übrigens super gut. Also da gibt es überhaupt keine Probleme. Jetzt wird hier ein bisschen gespielt. Ich muss ganz ehrlich sagen, die Sophie, die beschützt den Beef so, so sehr. Ein Wahnsinn. Sie lässt nämlich die Goldie nicht den Beef fangen. Auch wenn die Goldie ja jetzt nur spielen will, die Sophie lässt das nicht zu, weil sie Angst hat, glaube ich, dass die Goldie vielleicht
dem Beef was Böses will, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, die Sophie ist da richtig happig drauf. Die hat auch schon die Goldie mal angeknurrt, weil sie dem Beef hinterhergelaufen ist. Also, ja, aber trotzdem, die, was denn? Lara, du darfst ruhig den Boden berühren mit dem Fuß, ist nicht schlimm. Also, du sagst, du darfst kein Barfuß. Naja, du darfst schon barfuß, aber ich weiß nicht, ob es ein bisschen kalt ist am Boden, oder? Nein, dann lauf barfuß, wenn du das unbedingt willst. Auf jeden Fall werden wir jetzt ein bisschen den Garten genießen mit den Kindern. Und dann später gehen wir ins Haus, was zum Mittagessen vorbereiten. So, ich bin mittlerweile zu Hause und schaut mal, wen ich hier gefunden habe. Papa ist wieder da. Wir waren gestern bei McDonald's und das sind Reste. Rest der Wert. Hilfst du mir kurz nur? Hilfst du mir denn darauf? Ich muss euch das nämlich auch unbedingt zeigen. Ich bin jetzt nämlich Thermomix-Repräsentantin. Yay! Ich habe hier den Thermomix, hört mal. Da-da-da-da. Und ich bin so happy darüber. Ich kann sich gar nicht vorstellen, wie lange ich schon von einem Thermomix träume. Und jetzt starte ich gleich als Beraterin. Ich bin so, yay! Oh mein Gott, schaut mal. Das sah schon gut aus, oder? Ja, voll. Wie ihr wisst, hatten wir, oder wir haben sie eigentlich immer noch, unsere Lidl-Maschine. Die kommt auf jeden Fall überhaupt nicht an den Thermomix ran, oder? Was sagst du, Schatzi? Ja, auch platzsparend ein bisschen, oder? Ja, platzsparender und einfach auch so von der gesamten Haptik her. Na, ja, bin gespannt. So. Ich brauche das alles. Das brauche ich auch. Ich werde mir das Ganze... Das auch? Das brauche ich auch. Und das auch? Yes. Lass mal da irgendwo. Und das war's, oder? Vielleicht kannst du mir noch das da rauspacken. Mein Schatz. Und dann. Das ist der Varoma. Varoma. Thanks. Oh mein Gott. Ich werde ihn jetzt auf jeden Fall aufbauen und heute das erste Mal was damit kochen. Hast du Bock auf was Gesundes? Nein, ich will nur Ungesundes, bitte. Nein, ich meine, ich kann einen Brokkolisalat machen. Aber du bist kein großer Brokkoli-Freund, oder? Das kommt auf die Zubereitung. Oder ich mache Chili con Carne oder sowas. Ja, oder Spaghetti Bolognese, ja, oder? Was möchtest du lieber? Chili con Carne haben wir schon lange nicht mehr gegessen, oder? Okay. Ich schaue mal, was es so gibt in der Welt. Chili con Carne. Ich schaue mal, okay? Auf jeden Fall, falls ihr eventuell da draußen euch einen Thermomix holen wollt, dann könnt ihr euch gerne an mich wenden. Ich würde mich sehr darüber freuen. Ja, weil, wie gesagt, ich bin jetzt Thermomix-Beraterin und ich habe auch schon gedacht, dass ich solche Online-Vorführungen machen werde. Weil durch Corona ein bisschen schwieriger ist. Deswegen, so online können mehrere Leute dran teilnehmen. Ja, deswegen, wer Interesse, schreibt mir gerne. Der Kleine ist mittlerweile eingemützt. Schaut mal. Und die Michelle macht hier Kunststücke. Ja, ich habe mir einen Zopf gemacht, weil mir die Haare ein bisschen am sind. Und sie nerven mich aber im Zopf genauso. Übrigens fallen mir gerade richtig gut die Haare wieder aus. So, ja, das ist also jetzt nicht mehr so kreisrund wie früher mal, sondern also jede Frau, die schon einmal ein Baby bekommen hat, die weiß Bescheid, kurz nachdem man das Baby bekommen hat, also so 3 Monate danach, fallen einem die Haare wieder aus. Und ich nehme aktuell diese Kapseln. Die sind richtig gut. Schau dir mal. Ach Gott, dieser Zopf. Es schaut aus wie das. Es schaut aus wie das. Siehst du? Ah ja. Ach, nur, dass dieser Bogen nicht da ist. Ja, sorry. Spiegelverkehrt. Auf jeden Fall, die haben richtig gute Bewertungen auf Amazon. Und. Sorry, ich muss das. Das nervt mich. Ich werde jetzt auf jeden Fall hier was kochen. Ich freue mich so, ich sag's euch. Ein Spattel. Und ihr wisst ja Bescheid, ich habe ja auch den Lidl-Thermomix. Wo ist der? Hier ist mein Lidl-Thermomix. Ich habe mir gedacht, ich drehe so ein Vergleichsvideo. Sicher interessant und spannend. Vielleicht für Leute, die noch nicht wissen, ob sie sich den oder den holen. Aber eins kann ich euch jetzt schon sagen. Platzsparender ist auf jeden Fall der da, aber der ist viel kleiner und auf jeden Fall die Programme sind auch viel cooler und alles. Das Zubehör schaut einfach besser aus. Es hat zum Beispiel dieses Sieb hier, wie heißt denn das, dieses Körbchen hier, hat
ein Deckel zum Beispiel. Oder da gibt es einen Spritzschutz für den Thermi. Das normale Deckel, dann das Varoma-Gedings da, ne? Spatel. Ja, und auch so von den Rezepten her, da hat man viel, viel mehr Auswahl. Und deswegen, ich finde einfach den Thermomix viel, viel cooler. Also meine Lieben, oh mein Gott, ich freue mich so. Ich freue mich wirklich so sehr, den Thermomix jetzt endlich zu haben. Und ich freue mich noch viel mehr, es mit euch zu teilen. Ich sag's euch, das ist so, ja, ich freue mich auf so Videos, wo ich so mal was koche. Und ich möchte auf jeden Fall so, ja, so Live-Vorführungen machen. Und euch, die Leute, die eventuell Interesse an meinem Thermomix haben, eventuell auch dafür begeistert, also meldet euch bei mir. Oh mein Gott, ich bin so aufgeregt, sorry. So, Zutaten: Chili, frisch halbiert, entkernt, braune Zwiebel, Knoblauchzehe, pflanzliches Öl, Peperoni, Rindfleischhack, Rotwein, Wasser, Tomatenpüree. Haben wir Rotwein? Doch. Große geschälte Tomaten, Rosen, Kidneybohnen, eine Dose Zuckermais. Das heißt, wir haben keinen Zuckermais mehr, oder? Schauen wir mal, ob wir Mais haben. Und hol die 2 Dosen Kidneybohnen. Wenn wir keine Mais haben, hol halt Erbsen. Michel mag auch jetzt Hand anlegen. Wenn ich jetzt reinschütte, dann wird es gemessen hier. Genau, aber mach langsam, gell? Okay. Wie? Ja, das nicht die Flasche drauflegen, weil es klar, dass die Waage dann. So macht Kochen Spaß, oder? Ups. Machst du jetzt den Deckel auf? Genau, und schaut mal, wenn du jetzt auf Weiter gibst, schaut mal da, wie sich das dann zudreht. Wähler auf Stufe 1 drehen. Dreh mal auf 1. Sehen, wie sich das zugedreht hat. Oh mein Gott! Hat das noch nicht Stufe 1, oder? Hast du nicht Stufe 1 gegeben, doch? Achso. Achso. So. Und? Macht Spaß? Ja. Dann kannst du das nächste Mal auch was kochen. Weißt du? Ja. Was backen kannst du uns auch. Ich muss das jetzt mal 2 Minuten andünsten. I like it. Oh mein Gott, das ist so cool. Da sieht man zum Beispiel, wie viel. Man hat jetzt 9 von 32. Nein, man hat Schritt 9 von 32. Unser Chili con Carne ist fertig. Und schaut mal, das ist eigentlich echt viel. Also, echt viel rausgekommen. Ja, hier ist jetzt der Topf. Das muss ich dann reinigen. Ich werde ihn zuerst mal hier dann im Thermi wahrscheinlich einmal vorspülen. Und dann, ja, im Geschirrspüler. Und jetzt hat die Michelle schon die anderen reingerufen, der kleine Schiff immer noch. Jetzt werden wir mal essen, wir haben so einen mega Hunger. Ja, meine Lieben, wir sind schon länger fertig mit dem Essen. Ich bin jetzt gerade hier ein bisschen am Putzen. Habe ein bisschen das Regal hier entstaubt. Dann auch die Fensterbank leer gemacht. Da steht immer so viel Zeug rum. Der Papa legt da immer nämlich gerne alle Sachen ab, die er gerade so nicht bei der Hand braucht. Auf die Fensterbank. Und manchmal muss ich die dann entmüllen, ja. Dann muss ich alles wegmachen. Und dann muss er die Sachen dann verräumen. Oder ich verräume sie selber oder schmeiß sie manchmal auch weg. Ne? Weil manchmal sammelt er irgendwelchen Papierkram, den man gar nicht braucht. Ja, muss ich den Geschirrspüler machen. Habe ich gerade vorhin den Geschirrspüler angemacht. Jetzt ist er schon fertig. Und danach möchte ich Boden waschen. Weil die Kinder haben vorhin Saft ausgeschüttet unterm Tisch. Und der Boden eh schon ein bisschen schlimm ausschaut. Und ich mache das immer gerne mit meinem Hühler. Die Leute, die mir auf Instagram folgen, die wissen das schon wahrscheinlich. Ich zeig den Hühler dort tatsächlich sehr, sehr oft. Und der begleitet mich im Alltag sehr stark. Also ich liebe diesen Staubsauger, weil es einfach ein All-in-Staubsauger ist. Mit dem kann ich Boden waschen, Matratzen reinigen, Polster, Möbel reinigen, Teppiche reinigen etc. Vielleicht mache ich dazu auch mehr YouTube-Videos. Ich habe das nie so auf YouTube hier gemacht, aber ja, vielleicht mache ich das mal. Gut, aber zuerst werde ich mal den Pizzateig machen und dann... Nein, zuerst werde ich meine Geschirrspüler ausmachen, oder? Nein, ich mache den Pizzateig und dann den Geschirrspüler. Oh.
So, einen Pizzateig habe ich gemacht, Geschirr habe ich eingeräumt und jetzt werde ich den Boden waschen. Ich habe mich auch schon hier vorbereitet, habe mir meinen Nimbus rausgeholt. Da drin ist Wasser, frisches Wasser mit Reinigungsmittel. Hier ist mein Kübel, da kommt immer Wasser rein, auch wenn ich normal staubsauge, kommt da frisches Wasser rein. Wenn ich wische, dann mache ich nicht so viel Wasser. Upala. Nicht so viel Wasser rein, weil da eher sowieso wieder Wasser reinkommt. So. Und alle hopp. Mein Wasser. So schaut's aus. Nur von der Küche. Und ich habe noch ein bisschen Flüssigkeit da drin. Das heißt, ich gehe jetzt auch gleich schnell den Vorraum damit machen. Und wie man sehen kann, ist jetzt, mit dem Vorraum noch ein bisschen mehr Dreck dazu gekommen, aber ist ja klar, ne? Da gehen wir halt stellen mit den Schuhen, die Hunde, dies, das. Gut, werde ich mir mal erstmal ausleeren und dann auch rausgehen zu den Kindern. Schaut mal, was der Papa gemacht hat, während ich die ganze Zeit im Haus herumgewerkelt habe, der Papa draußen fleißig gewerkelt. Er hat die alte Kiste, die Sandkiste abgebaut. Die ist jetzt da drüben, der Haufen. Das ist die Folie, die wir da drinnen hatten. Das ist die Sophie. Und hier ist der Papa, der macht jetzt gerade eine Schicht Lasur auf dem, wie heißt's? Auf der neuen Sandkiste. Auf dem. Mir ist das Wort nicht eingefallen. Entschuldigung, Mr. Perfekt. Und hier ist überall unser Sand. Hier und in der Schubkarre. Aber das ist auf jeden Fall viel zu wenig. Da werden wir noch ein bisschen was brauchen, oder? Ja, ein bisschen. Sicher 20 Säcke. Aber wieso? Wir haben ja damals schon so viele gekauft. Verschwindet Sand oder was? Isst du Sand? Vom Sandkuchen, aha. Da kommt manchmal Sand in meinen Mund. Ah, wie cool. Also deswegen ist es weg, weil er ständig im Mund gehabt hat. Sophie jagt Wespen, da müssen wir aufpassen. Sophie? Und der eine verschluckt von denen. Die goldigen. Sophie, hör auf! Sophie! Was ist denn, Michel? Ich weiß nicht. Sag mal. Wieso nicht? Aber das ist ein kleines. Das ist doch ein kleines. Aber ich will nicht. Okay, dann nicht. Was willst du? Hast du Durst? Wieso was? Gib ihr das von dir. Tausch halt. Das ist dasselbe, Michel. Nein, okay, Michel, dann geh runter, gib dem Buddy das runde Eis. Und, Sophie, oder frag den Papa, ob er es will. Was ist das? Genau das Gleiche. Genau das Gleiche. Holst du der Luisa noch ein Eis, so ein großes? Und Papa, wie schmeckt's? Eingefallen. Oh. Nein, die Goldie braucht keine Lasur. Nein, die ist schon so, wie sie ist, perfekt. Gell, Goldie? Ich werde jetzt die Pizza machen. Ich habe mir so eine Matte bei Amazon bestellt, weil ich habe das immer am Tisch gemacht und das ist dann das war so nervig, wenn der Teig kleben blieb, der geht dann nicht mehr runter nämlich. Und somit habe ich mir einfach das bestellt, das hat urwenig gekostet, weiß ich gar nicht mehr. Ich kann sie euch aber auch verlinken, wenn ihr mal so eine Matte braucht. Das sind sogar so eine runde Kreise drauf mit so Inch-Angaben und Zentimeter und auch hier so. Ideal. Ja. Mein Teig ist noch ziemlich fettig. So.
So, meine, wir haben jetzt Pizza gegessen und jetzt essen wir Kuchen. Und der schmeckt so gut. Also nur wir drei essen Kuchen. Papa wollte nicht. Ist da hinten. Räumt gerade den Geschirrspüler ein. Fällt es wieder ein? Nee, ist auch voll. Und ja. Auf jeden Fall ein produktiver Samstag mal wieder. Diese Fliegen nerven mich. Boah. Kaum ist ein bisschen Sonne, schon sind alle Fliegen wieder da. Juhu. Na gut, meine Lieben. Das war's von dem Vlog. Bis zum nächsten Mal wieder. Und tschüss.